Hey Leute, was geht ab? Wir sind die Food Brothers und heute zeigen wir euch in diesem Video, was der Artillerist auf dem Kasten hat, welche Besonderheiten er mit sich bringt und was euch erwartet. Und wie immer fangen wir mit der Rolle an. Der Artillerist ist eine Spezialisierung des Kanoniers und ist mit seinen großen Bongos an Waffen ein purer Damage-Dealer. Massiver Schaden steht hier an der Tagesordnung und das ist mit dem Artillerist eure Hauptaufgabe. Nebenbei debufft ihr den Gegner und habt ein paar kleine Schilde zur Unterstützung. Ihr besitzt leider kaum Mobilität und seid recht langsam, aber dafür von Haus aus widerstandsfähiger und könnt daher schon einmal ein paar Schläge kassieren. Deswegen ist auch die Positionierung wichtig und der Spielstil und das schauen wir uns genauer an. Euer Positionsspiel und vor allem Timing ist super wichtig. Ihr positioniert euch nämlich in den mittleren bis hinteren Reihen der Gruppe und versucht von dort aus zu agieren. Der Artillerist hat viele starke Angriffe, die ihn aber eine längere Zeit stehen lassen und somit verwundbar machen. Keywords sind zum Beispiel Zeitgefühl und Timing und solltet ihr mitbringen, wenn ihr das Maximale aus ihm herausholen wollt. Benutzt geschickt die Zeitintervalle zwischen verschiedenen Attacken des Gegners, um extrem heftigen Schaden auszuteilen und der Star eurer Gruppe zu sein. Zumindest was Schaden angeht. Werfen wir einen Blick auf seine Identität. Was ist die Identität? Jede Klasse besitzt eine einzigartige Eigenschaft. Der Artillerist besitzt eine Messleiste der Feuerkraft als Identität, die sich nach und nach erhöht, wenn ihr Schaden verursacht. Sofern gewisse Schwellwerte erreicht sind, erhaltet ihr zusätzliche Effekte. Wenn der Zeiger die erste gelbe Phase erreicht, erhaltet ihr eine Passive, die den Schaden all eurer Skills nochmal um 10% erhöht. Bei Phase 2 kennzeichnet als orange 20% und in der letzten lilanen Phase sogar 30%. Sobald sich aber die Leiste einmal komplett im Kampf aufgeladen hat, könnt ihr in den Artilleriemodus wechseln. Ihr habt hier jede Menge Feuerkraft und haut abnormal viel Schaden raus. Seid aber bewegungsunfähig. Und wie vorher erwähnt, Timing abwarten, um das Maximale aus diesem genialen Modus rauszuholen. Werfen wir auch einen Blick auf seine Fähigkeiten. Euer Ausweichskill ist eine Rolle nach vorne und der Cooldown beträgt ganze 10 Sekunden, also achtet bitte darauf. Eure Auto-Attacks bestehen aus 3 Salven an Schüssen, die eine dünne Hitbox nach vorne haben. Die meisten Fähigkeiten von euch sind nur auf Schaden getrimmt. Mit Raketenwerfern, Flammenwerfern oder andere Waffenarten haut ihr Schaden über Schaden raus und das auch noch aus einer halbwegs guten und sicheren Entfernung. Im späteren Verlauf des Spiels gibt es dann noch ein oder zwei Fähigkeiten, die euch wie gesagt ein Schild geben, aber ansonsten heißt es für euch Feuer frei. Und wie schlägt sich der Artillerist in PvP? Mit seinen gewaltigen AOEs und Schadensoutput pulverisiert er auch in PvP seine Gegner im Handumdrehen. Seine größte Schwäche ist jedoch seine geringe Mobilität und die Möglichkeit, sich schnell aus dem Kampf zurückzuziehen. Deswegen zählt auch hier wieder Timing und Zeitgefühl und Reaktionen, denn gut gekontert kann der Artillerist einen Gegner innerhalb von wenigen Sekunden komplett vernichten. Vor allem in Gruppen-PvP, wo euch Kameraden den Rücken freihalten können, zerstört diese Klasse gesamte Kolonnen an Feinden. Es bedarf hier viel Übung und Zeit, um diese Klasse in PvP geschickt zu manövrieren. Und unser Fazit? Ihr wart schon immer Fans von überdimensionalen Waffen mit extremer Feuerkraft? Raketenwerfer, Laser und so weiter waren schon immer euer Kindheitswunsch? Dann seid ihr bei dem Artilleristen mit seinem Arsenal an Waffenarten genau richtig. Sucht euch eine Position, ladet nach und lasst die Hölle über den Gegnern hereinbrechen. Und das war's auch schon wieder mit der Vorschau zu dieser Klasse. Lasst doch bitte einen Daumen oben da für den YouTube-Algorithmus. Ihr würdet uns schon bereits damit einen mega Gefallen machen. Und falls ihr für die Zukunft weitere Guides sehen wollt, dann abonniert uns Food Brothers, damit ihr diese nicht verpasst. Wir wünschen euch viel Spaß. Haut rein. Peace out. Die Food Brothers.